Leute, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Männers World hier bei Landwirtschaftsmaler 2019. Ich grüße euch hier wunderschön. In letzter Zeit habe ich auch mal geguckt, dass die Aufrufe, die gehen ja auch teilweise hoch und das freut mich auch. Und ihr seht, was ich wunderschönes gekauft habe für uns. Es ist ein neuer Schwader von Plöttinger. Plöttinger. Mit dem Schwader will ich versuchen, alles ein bisschen in Bahn abzulegen. Hat mir 10.000 gekostet, also wisst ihr, ich habe jetzt wieder Geld auf dem Konto. Und das auch langsam nicht so wenig. Wir können uns mal überlegen, dass wir mal vielleicht auch mal ein größeres Feld kaufen. Oder vorher größere Maschinen, das weiß ich nicht, was sich mehr lohnt. Wir können aber in nächster Zeit auch mit den Tieren weitermachen. Unser Sinn, warum wir Geld wollten. So, jetzt muss ich mal gucken. Das so wunderschön in eine Bahn ab. Dann lässt sich das dann viel, viel einfacher doch sammeln. Wo, ich probiere mal was. Wenn ich jetzt von unten beginne und alles nach oben werfe, klappt das so, wie ich das mir eigentlich vorstelle. Ein theoretisch müsste es ja. Rein theoretisch. Ah, hier kommt er gar nicht richtig ran. Also genau das gleiche Problem wie der Ladewagen. So viel wollte ich eigentlich dann doch nicht wegschmeißen. Schön alles hier versuchen. Man kann ja das wirklich. Mächtenleben würde das vielleicht zu viel werden. Weiß ich nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass es zu viel wäre. Mächtenleben. So, auf eine Bahn. Da war was. Da war was im Wege. Da war was Großes, Dickes im Wege. Nein, davon rede ich nicht von meinem Schwanz, sondern von was anderem. Jetzt gucken wir mal, ob ich das überhaupt einsammeln kann hier ordentlich. Naja, ich glaube, das lasse ich dann am Ende doch liegen und wir gehen dann doch, dass wir ein Feld mit Gras bestellen. Dann kommen wir wahrscheinlich doch noch besser. So, dann gucken wir mal, also es lässt sich sicherlich jetzt schon besser einsammeln. Ich habe auch die anderen Maschinen schon verkauft, die Forstmaschinen. Habe ich schon gemacht. Und wie gesagt, wir müssen uns dann was einfallen lassen wegen dem Gras, welches Feld wir dafür benutzen, welches Feld wir dafür tun. Wir können auch uns Feld 29 noch kaufen und darauf was machen. Planmäßig war ja Feld 20 dafür zu benutzen. Aber bisher ist ja noch Feld 20 in Benutzung. Deswegen können wir das ja auch noch nicht benutzen dafür. Oh, Helfer B hat fast einen vollen Tank. Das heißt für uns jetzt, unsere Zusatzmission, wir müssen jetzt den Tank jetzt langsam leeren gehen. Also alles, was ich im Berg doch lieber kein Dings machen. Kein Gras. Oder gehen wir jetzt mal in unser Leihfahrzeug. Ja, da hat ganz schön was geschafft hier schon. 12.000, ja. Hallo, Kippsattel von Krampel. Wir haben hier einen MAN, was ist das für eine MAN 18500. Also der hat 500 PS. Sieht doch richtig krall aus, weil es eben so diese Einzelkabine ist, aber es sieht so ultra geil aus hier drinne.
Alter Schwede. Der sieht so ultramäßig sexy aus. Oh, das ist ja gleich Orgasmusstörung hier. Wir fahren auch hier lang. Jetzt kann ich ein paar Orgasmusstörungen nehmen. Alter. Also ich muss mir unbedingt irgendwann mal ein MAN. Also das steht fest, wir wollen noch ein MAN dieses Jahr schaffen. Hammer. Also der kriegt natürlich auch sein Tempo drauf und hat natürlich auch seine Kraft, dass man was wegschaffen kann. So ist es ja nicht. Nice. Da krieg ich eine Gänsehaut. Oh. Ich wollte ja auch mal wieder den Eurotruck-Simulator spielen, weil ist auch ein neues Fahrzeug rausgekommen. Hab ich aber in letzter Zeit jetzt nicht geplant, den doch mal anzuzocken mal wieder. Und bin ich jetzt mal gespannt. Was passt hier alles rein? Oh, jetzt muss ich gucken, ging die Plane ab. Ah. N. So, dann lad dich mal ab bei mir. Also er ist nicht der schönste vom Aussehen, das habe ich ja vorhin gerade auch schon gesagt. Aber es sieht einfach geil aus. Vor allem, so wie es aussieht, braucht man bloß einmal wegfahren, oder? Das wird sehr, sehr eng. Vorne wird es aber dünner. Also ich meine damit den Krampe einmal auszuleeren. Guck mal, der hatte 24, hat er doch jetzt drin gehabt. 24.000. Oh, das wird die Zeit, wenn ich dann auch sowas alles besitze. Nee, 14.000 hat er bloß gehabt. Alter! Wie teuer sind die? Das muss ich jetzt hier gucken. Das muss ich jetzt gucken. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie lange der Part ging, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Also. Feldhexer, Mähdrescher. Also davon müssen wir erstmal. Was haben wir? Wir haben jetzt hier hinten. Also ja. Müssen wir mal hier vorne dann gucken. Trotzdem scheißegal, wie teuer ist ein LKW. Oi. Können wir uns ja gerade erst jetzt so leisten. Das ist ja traurig. Die kann man gar nicht ändern. Tata. Die sind natürlich auch nicht schlecht. Tatra ist auch eine gute Firma. Hast sogar noch einen Zug mal. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich überzeugend. Dann gehen wir hier mal weiter in die Außenperspektive. Lässt sich dann am besten einsammeln. Ja, an ist er. Aber wir gucken so, dass ich hier viel wegkriege. Und dann kaufen wir uns in den nächsten Part das Silo. Dass wir das Silo schon mal haben und befüllen können. Ja. Bloß mit dem Gras muss ich gucken. Also es wird eine Weile brauchen, bis man hier das Gras komplett hat. Wir hätten ja auch Silageball machen können. Wollte ich ja noch nicht. Also wollte ich eigentlich im letzten LS wollte ich das machen. Silageballen. Weil mich das interessiert hat. Oh, ich hätte hier die vollkommene Panik, dass ich hier schon abkippe. Und dann können wir im nächsten Part mal als kann ich mal erzählen was das jetzt nochmal mit dem Schrank auf sich hat. Da mal diesen Part den Absturzpart oder sowas genannt.
muss ich bloß mir für gleich merken, muss ich dann gleich noch alles schneiden und rendern. Ist ja erst um 2 und ich habe wieder Nachtschicht, das trifft sich alles eigentlich immer gut, dass ich so in dem Zeitraum immer aufnehme und versuche zu schneiden. Zwar sind die Videos nicht sofort wieder rum, aber naja, gut, das sind andere Geschichten. So, ich werde das kleine bisschen, werde ich hier glaube ich noch alleine auf einsammeln, würde ich sagen. Wenn ich ganz gut gefallen hat, gibt noch einen Raum. Wenn ich da einen Daumen runden, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr mein Wort. Ciao, ciao.